Es gibt nicht mehr viele Plätze in Afrika, die noch ziemlich unbeeinflusst von der neuzeitlichen Zivilisation sind. Einer davon ist das südliche Äthiopien, welches wir 2 Wochen bereisten. Addis Ababa, welche ich das erste Mal vor 2 Jahren besuchte, hat sich nicht viel geändert. Dieses schräge Gebäude, in dem sich eine Bank befindet, ist jedoch neu. Ein Zeichen der globalen Finanzkrise? Das Äthiopische Nationalmuseum ist weltweit bekannt für seine paläoanthropologischen Schätze. Der afrikanische Graben in Äthiopien ist nicht nur der Geburtsplatz unserer menschlichen Vorfahren, sondern auch der Platz, wo der bis jetzt älteste Homo sapiens, der 160.000 Jahre alte Iltaltu, gefunden wurde. In den Bergen außerhalb Addis, bei Entento, liegt der erste Palast von König Menelik II. Er herrschte von 1889 bis 1913. Während seiner Herrschaft brachte er viele kleine Königreiche unter seine Kontrolle und schuf dadurch das heutige vielsprachige und vielstämmige Reich Äthiopien. Während dieser Zeit durchreiste der österreichische Forscher Julius Pieper Äthiopien 2-mal und war wahrscheinlich der einzige Europäer, welcher den von Menelik in Gefangenschaft gehaltenen König von Kaffer sah. Bevor wir in den Süden aufbrachen, gab es noch einen traditionellen Abend mit Essen und Tanzen. Früh morgens am nächsten Tag standen 7 Allradfahrzeuge für uns bereit. Bald ließen wir Addis mit seinem hektischen Stadtleben und Verkehr hinter uns. Unser erstes Ziel war Chimma, der Mittelpunkt des Omo-Königreiches im 16. Jahrhundert. Entlang der Straße befanden sich viele wunderschön gebaute Hütten der Omo, des größten Stammes Äthiopiens. Yes.
Bald jedoch verließen wir die fruchtbaren Ebenen des Hochlandes und fuhren, umgeben von vulkanischen Bergen, in das Skibeflusstal hinab. Wo immer eine Ortschaft war, war auch ein Markt. All these people love chicken. Diese Gegend mit ihrer üppigen Vegetation und dichten Akazienwäldern ist die Heimat des Kaffeestrauches. Heutzutage zeigt nicht mehr viel von den einstigen Königreichen, welche Menelik II. Eroberte oder annektierte. Nur der ehemalige Palast des letzten Herrschers des Königreiches von Chimma steht noch auf einem Hügel außerhalb der neuen Stadt. Anstatt sich gegen Meneliks Übermacht zu wehren, beschloss König Abachiffa, sich ihm zu unterwerfen und durfte deshalb bis zu seinem Lebensende weiterregieren. Er half auch Menelik bei der Eroberung des Königreiches Kaffa und der Gefangennahme dessen Königs Gakisarocho. Als einziger Europäer sah ihn Julius Biber als Gefangener permanent mit einer silbernen Kette an seinen Sklaven gebunden. Unser nächstes Ziel war Abarminch, gelegen an den zwei größten Seen im afrikanischen Graben. Die Straße führte durch eine vulkanische Hügellandschaft mit üppiger Vegetation. Kurvenreich ging's auf und ab durch tiefe Flusstäler. Wiederum überquerten wir den Gibefluss, welcher früher die Grenze zwischen den Königreichen Chimma und Kaffa war. Wir sind erst 2 Tage unterwegs und haben schon die 3. Panne. Wir nähern uns den Omo-Fluss, welchen wir an einer Engstelle überquerten. Dies ist die letzte Brücke, bevor der Fluss ca. 500 Kilometer weiter südlich in den Lake Turkana fließt und dabei 2000 Meter Höhenunterschied überwindet. He's lovely, isn't he?
Als wir in den afrikanischen Graben abfuhren, konnten wir noch vor Sonnenuntergang die zwei Seen Abaya und Chamo sehen. Erst am nächsten Morgen wurde uns die schöne Lage der Seen bewusst, mit den bis zu 4000 Meter hohen Bergen im Hintergrund. Die Pisten im Nechsehar-Nationalpark sind während der Regenzeit unbefahrbar und es fehlt auch jegliche Infrastruktur. Gerade das und die naturbelassene natürliche Landschaft machen diesen Park so attraktiv. Der Chamo-See mit seinen vulkanischen Inseln und der Abaya-See sind die größten Seen im äthiopischen Teil des afrikanischen Grabens. Lake Abayas rostige Farbe kommt vom im Wasser suspendierten Eisenteilchen. Vultures coming through on your extreme right, Erwin. Here they're coming. Vulture on your right, coming in now. Just there. In den Bergen um Abermünsch, in einer Seehöhe von 2.900 Metern, lebt der Stamm der Dorse. Sie sind vor allem bekannt für ihre großen, binnenstockförmigen Hütten, welche zur Gänze aus organischen Materialien hergestellt sind. In der Mitte der Hütte befindet sich ein Feuerplatz, um welchen sich die Schlafstellen befinden. Bambus und Enset, die falsche Banane, werden ausgiebig für Baumaterial verwendet. Bekannt ist der Stamm der Dorse auch für die Herstellung der feinsten Schamertücher, welche bei religiösen Festen getragen werden. Von der falschen Banane gewinnen auch die meisten Stämme im südlichen Äthiopien ihr Hauptnahrungsmittel. Aus dem fleischigen Material wird in einem langen Gärungsprozess Mehl zum Backen gewonnen. Beim letzten Tageslicht machten wir uns wieder auf den Weg zum 1600 Meter tiefer liegenden Abermünsch und den Seen.
Zeitig früh waren wir unterwegs nach Chinka. Honig ist ein begehrtes Nahrungs- und Tauschmittel. Gegen Mittag überquerten wir den Waito-Fluss, den einzigen Zufluss zu Lake Chupa hier. Im Jahre 1888 entdeckten der Ungar Graf Teleki und der Österreicher Ludwig von Hönl diesen See und nannten ihn Stephaniesee zu Ehren der Gemahlin von Kronprinz Rudolf von Österreich. Die nächsten Tage verbrachten wir in der tiefgelegenen Ebene von Südomo, welches an Südsudan und Kenia grenzt. Diese Gegend ist wohl in puncto Kultur und Sprache einer der vielfältigsten Plätze in Afrika, wenn nicht in der Welt. Auf kleinstem Raum leben hier über 20 verschiedene Stämme, manche von ihnen mit nicht mehr als 500 Mitgliedern, mit verschiedenen Brauchtümern und Sprachen. Alle vier Hauptsprachgruppen Afrikas sind hier vertreten. Stammesfäden, die meist durch Rinderdiebstahl ausgelöst werden und oft mit Toten enden, sind noch gang und gäbe. Das ist Afrika, wo die Zeit stillgestanden ist, wo bis vor kurzem noch sehr wenig Einfluss von der Außenwelt war. Der Stamm der Hama ist bekannt für die Zeremonie des Stierspringens. Zur Initiation müssen die jungen Männer über bis zu 30 Stiere springen, ohne abzufallen. Und das muss bis zu viermal wiederholt werden. Diese jungen Männer haben bereits ihre Initiation bestanden. Hammer, Benna, Samai, Karo, all these do these things. Bei Key Arthur war Markttag. Hier lebt hauptsächlich der Stamm der Ari. So wie die Hama und Dorse sprechen auch sie eine Sprache, welche der omotischen Sprachgruppe angehört. Wie überall in Äthiopien ist auch hier Tschad sehr begehrt. Die Blätter werden gekaut und haben einen leicht drogenartigen Effekt. Im Tal des afrikanischen Grabens
Nur ca. 500 Meter über dem Meeresspiegel liegt der Mago Nationalpark. Auch hier gibt es nur eine sehr primitive Infrastruktur. Obwohl das meiste Wild schon lange ausgeschossen ist, spürt man noch richtig die unberührte afrikanische Wildnis. Hier lebt auch der Stamm der Mursi, bekannt wegen der sogenannten Lippenteller, welche die Frauen tragen. Sie sind semi-nomadisch und einer der aggressivsten Stämme, oft in Stammesfehden verwickelt. Im Alter von 20 Jahren wird ein Schlitz zwischen Unterlippe und Mund geschnitten, welcher über Zeit weiter und weiter ausgedehnt wird, bis eine manchmal bis zu 20 cm große, aus Lehm gebrannte Scheibe eingeschoben werden kann. Es wird behauptet, dass die Frauen diese Verstümmelung als Schmuck ansehen. Es besteht jedoch auch eine Theorie, dass in früherer Zeit diese Verstümmelung die Sklavenhändler abgehalten hat, solche Frauen zu versklaven. Manche von uns fühlten sich auf den Autodächern sicherer. Ein Spaziergang durch ein Aridorf später nachmittags war definitiv angenehmer. Sie sind hauptsächlich Ackerbauern. Nach zwei Nächten in Chinka ging es weiter südlich nach Turmi. Obwohl die Regenzeit schon vorbei war, regnete es jede Nacht. Ein anderer Stamm sind die Bena,
welche auch den Brauch des Stierspringens ausführen. Als Zeichen, dass sie erfolgreich waren, tragen die jungen Männer diese farbenprächtigen Kopfbänder. Jeden Samstag ist großer Markt in Timeka. Diese Vielfalt von Stämmen und Sprachen auf so engem Raum ist einzigartig auf der Welt. Sie praktizieren immer noch ihre Kulturen und Traditionen wie ihre Vorfahren vor Hunderten von Jahren. Während der Initiation der Männer werden die Frauen ausgepeitscht. Je mehr schwielen, desto höher der Status. Nachmittags, bevor wir Turme erreichten, ballten sich wieder Regenwolken auf. Der Zustand der Straßen und Pisten nahmen unsere Autoreifen stark in Anspruch. Es regnete die ganze Nacht und am nächsten Morgen waren die Flüsse in Flut. Das Problem war, dass ein Teil unserer Gruppe auf der anderen Seite des Flusses untergebracht war. Zum Glück fallen die Flüsse in Afrika oft so schnell, wie sie steigen. Einige Stunden später konnten wir es wagen, unsere Fahrt nach Omorate anzugehen. Mitten im Nirgendwo steht ein Stuhl aus Stein. In den 90er Jahren probierte hier der frühere kommunistische Diktator Mengistu Mirim die regelmäßig ausbrechenden Stammesfäden zwischen den Hama und Dasanek zu schlichten. Ja.
In Omorate ist die Grenzstation nach Kenia und Südsudan. Die Straße hört hier jedoch auf. Bevor wir den Stamm der Dasanek besuchten, stärkten wir uns noch. Die anderen Notwendigkeiten erlegten wir jedoch lieber im Busch. Die einzige Möglichkeit, den Omo zu überqueren, war in diesen nicht gerade stabilen Einbäumen. Kein angenehmes Gefühl, wenn man weiß, dass es hier von Krokodilen wimmelt. Hier fließt der Omo-Fluss in Lake Turkana, bis 1975 noch Lake Rudolf genannt. Graf Teleki und Rudolf von Hölo entdeckten diesen fast 300 Kilometer langen Wüstensee am 6. März 1888. Sie benannten ihn nach Kronprinz Rudolf von Österreich, welcher ein Jahr später unter mysteriösen Umständen auf Schloss Meierling starb. Der Stamm der Dasanek lebt in kleinen Dörfern in dieser semiariden Gegend bei Lake Turkana. Trotz des Flusses und des Sees ist das Land hier Halbwüste. Ursprünglich nomadisch mit großen Rinderherden, sind sie jetzt meist sesshaft. Der Baustil der Hütten zeigt noch, dass sie leicht abgebaut und transportiert werden können. Heute leben sie hauptsächlich vom Fischfang und der Krokodiljagd. Wie fast jeden Nachmittag versprachen die Wolken wieder Regen. Nächsten Morgen waren die Flüsse wiederum in Flut. Diesmal jedoch war eine Überquerung zu riskant. Ein langer Umweg führte uns durch eine hügelige Landschaft mit Dörfern des Konso-Stammes. Okay.
Auch hier war wiederum Markttag. Die lokalen Küchen sind mit Vorsicht zu genießen. Das Hauptziel war jedoch wieder, in dieses Gewirr von Stimmen, Gerüchen und Farben einzutauchen und diese einmalige Atmosphäre aufzunehmen, welche so typisch für einen afrikanischen Markt ist. Außerhalb des Dorfes, auf einem Hügel, steht das Gehöft des Häuptlings der Konso. Am Vorplatz steht der sogenannte Generationsbaum der Olahito, bei der jede 18 Jahre abgehaltenen Initiationszeremonie wird einer aufgestellt. Durch einen engen Eingang betraten wir sein stark gefestigtes Gehöft. Some takes the responsibility. So I take this responsibility since 8 years ago. Dieser hochgebildete junge Mann wurde nach dem Tode seines Vaters Häuptling von ca. 300.000 Untertanen. I've been out of the community of Konso for about 11 years. But I have just no community. Der Stamm der Konso ist bekannt für seine hölzernen Grabstelen, den Waggers. Diese werden auf den tief in den Wäldern gelegenen Gräbern wichtiger Männer aufgestellt. Südlich von Yabelo, in der Nähe der Grenze zu Kenia, liegt der vulkanische Krater Chubut. Ein Pfad führt in den 2 Kilometer großen und 200 Meter tiefen Krater zu einem Salzsee. Nein, ich muss da gleich blau haben.
Der einheimische Stamm der Borena taucht in mühseliger Arbeit für den salz- und mineralhaltigen Schlamm am Boden des Sees. Dieser Schlamm wird hauptsächlich als Lecke für die Rinder gebraucht. Nur 200 Meter Höhenunterschied, aber in der Mittagshitze ganz schön anstrengend. Während sich nachmittags wiederum die Regenwolken zusammenballten, waren manche Tiere noch immer beschäftigt, die Beschädigungen vom Vortag zu reparieren. Die Akaziensavanne ist für ihren Vogelreichtum bekannt. Viele davon sind endemisch für diese Gegend. Von Yabelo ging es wieder nach Norden, durch den afrikanischen Graben, auf der Hauptroute, welche Äthiopien mit Kenia verbindet. Wir merkten, dass wir wieder zurück in der sogenannten Zivilisation waren. Noch ein Verkehrsopfer. Ich glaube, für meine nächste Reise muss ich mir auch einen Regenschirm besorgen. Zum Glück stoppte der Regen, bevor wir unser nächstes Ziel erreichten. There are several thousands of phallic stones, steles around the Ethiopian southern part, beginning from Tiya. Hier bei Tutufala sind ca. 300 sogenannte Stelen auf engstem Raum. Nicht viel ist über den Zweck dieser Steinsäulen bekannt oder wer sie errichtete. Man nimmt an, dass es wahrscheinlich Grabsteine sind, welche über 1000 Jahre alt sind. The rays of the sun
And here is believed to be an umbilical cord. Dies ist eine von vielen Stählefeldern in dieser Gegend. Yeah, this one is already broken. Don't lean against them. Nicht weit von Dilla sind Felszeichnungen unser nächstes Ziel. Wir genossen unser Mittagessen und das Ortsleben, während unser Führer loszog, um ein Permit für dessen Besichtigung zu bekommen. Es dauerte 3 Stunden und viel Nerven, bevor er die Genehmigung hatte. Nicht weit vom Dorf war ein tief eingeschnittenes Flussbett. An der gegenüberliegenden Felswand waren über 40 stilisierte Rinder eingeritzt. Sie sind ca. 50 cm groß und fast identisch. Man nimmt an, dass die Ritzzeichnungen ca. 3000 Jahre alt sind. Obwohl man das Alter nur schätzen kann, ist es glaubwürdig, wenn man sieht, dass etliche davon unter riesigen abgebrochenen Blöcken sind. Bei der Rückfahrt erwartete uns eine große Überraschung. Äthiopien ist ein Staatenbund und wir überquerten angeblich eine Grenze ohne Erlaubnis. So wurde uns die Ausreise verweigert. Erst bei nahender Dunkelheit und mit Hilfe der Polizei, unserem Führer und den Fahrern bekamen wir die Erlaubnis weiterzufahren. Einige der Autoreifen schienen uns jetzt zu riskant und gefährlich und wir bestanden darauf, dass die notwendigen Reparaturen ausgeführt wurden. Man sagt ja, wir Europäer haben die Uhr und die Afrikaner die Zeit, doch uns machte es nichts aus zu warten, den äthiopischen Kaffee zu genießen und das Dorfleben zu beobachten. Unser nächstes Ziel ist das Bale-Bergmassiv und dessen Nationalpark. Die Fahrt ging durch den fruchtbaren afrikanischen Graben, bevor wir in das Bale-Massiv fuhren. Der Eingang zum Bale Nationalpark liegt bereits über 3000 Meter Seehöhe. Die Straße führt über das auf 4000 Meter Höhe liegende Sanetti-Plateau. Oh.
Dies ist die höchste Straße Afrikas, welche angeblich das ganze Jahr befahrbar ist. Aber nur, wenn man genug Zeit und Nerven hat. Die Isolation des Bale-Gebirgsstockes führte zu einer größtenteils endemischen Flora und Fauna. Die bis zu 10 Meter hohe Riesenlobelie ist wohl die wunderlichste aller Pflanzen. Für Vogelkenner ist die Vielzahl der endemischen Arten ein wahres Paradies. Das im Durchschnitt 4000 Meter hoch gelegene Sanetti-Plateau ist die größte afroalpine Moorlandschaft. Der erste Naturforscher, der das Sanetti-Plateau erforschte, war der deutsche Karl von Erlangen in 1899. Erst wieder in den 1950er Jahren waren Forscher am Bale-Plateau beschäftigt und fanden viele unbekannte Tier- und Pflanzenarten. Unter anderem auch der äthiopische Wolf, für dessen Beschützung der Nationalpark gegründet wurde. Only he's beautiful. Zum Glück kamen wir ungeschoren durch alle Schlammlöcher. Als wir die Bale-Berge verließen, sahen wir wieder etwas Sonnenschein. Auch die Kolobus-Affen freuten sich auf etwas Sonne. Leider näherte sich das Ende unserer Reise, während wir in Richtung Addis fuhren. Nicht nur uns, auch unseren Autos merkte man die Strapazen an. Unsere Fahrer jedoch waren jeder Herausforderung gewachsen. Wir hatten inzwischen Gelegenheit, die außergewöhnliche Pflanzenwelt zu bewundern. Je näher wir zu Addis kamen, desto chaotischer wurde der Verkehr. Unsere Fahrer waren jedoch nicht aus der Ruhe zu bringen. Oh,
Auf dem langen Flug nach Hause war Zeit, über die Eindrücke und Erfahrungen, welche wir erlebt haben, nachzudenken. Wir lernten Menschen und ihre Kulturen kennen, so unterschiedlich von unserer. Sie werden jedoch mehr und mehr von unserer sogenannten Zivilisation beeinflusst. Wie lange wird es noch dauern, bis ihre Kulturen und Traditionen für immer verschwinden?